Servus beieinander, heute gibt es wieder eine neue Folge Viva la Movie Illusion Podcast und wir nehmen jetzt gerade die dritte Folge auf und es ist die erste, bei der ich anmoderieren darf, der Kane, und er hat einen Corby dabei, der die letzten zwei Folgen das Machtwort hatte. Hi Corby, wie fühlt sich's auf Platz 2? Was ist Platz 2? Es ist jetzt einmal endlich gemütlich, ich kann mich zurücklehnen, einfach nur zuhören. Wir reden über einen Film, den ich das letzte Mal im Kino gesehen habe. Ach so, dann nehme ich dir ein bisschen vor, dann, weil das gefällt mir überhaupt nicht, wenn du da so faul auf deiner Plauze rumliegst und nichts tust. Drum, verzeih uns doch mal, um was geht's denn bei dem, meiner Meinung nach, großartigen Film 1917? Aber das ist schon ungewöhnlich, wenn du das Wort großartig benutzt. Ja, in dem Fall muss ich es eher nicht mehr, weil es eigentlich war es mit dem Wort allein getan, diese Folge. In 1917 geht es ums Jahr 1917, und zwar um zwei Soldaten, die während dem Ersten Weltkriegs in den Fronten, ich glaube in der Westfront von Frankreich sind, im Norden von Frankreich, und es sind zwei Soldaten von Großbritannien und die bekommen einen Auftrag. Und zwar müssen die auf irgendeine andere Linie, welche das genau ist, weiß ich nicht. Das kannst du vielleicht dann, glaube ich, antworten. Also die müssen auf jeden Fall über feindliches Gebiet und eine Nachricht überbringen. Und zwar, dass das deutsche Heer, also die bösen Deutschen mal wieder, einen Angriff, einen Überraschungsangriff plant. Ja. Die sollen halt jetzt innerhalb von kurzer Zeit auf die andere Seite von dieser Linie und den dortigen Kommandanten die Info rüberbringen, damit der eben seine Leute nicht in die Schlacht schickt, damit die nicht alle niedergemetzelt werden. Und das Besondere an dem Film ist, dass es ein sogenannter One-Shot ist. Also das heißt, dass man fast in diesem Film keine richtigen Szenen-Cuts mitbekommt. Also Cutscenes. So, jetzt habe ich alles gesagt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, genau. Das ist das Besondere an dem Film, für das er in aller Munde war. Dieses berühmte One-Shot-Wunder. Man sieht keine harten Schnitte. Er ist nicht der erste Film, der das mit diesem One-Shot macht, aber er ist, glaube ich, einer der aufwendigsten Filme, die in dem One-Shot-Format gedreht wurden. Ich glaube, sogar der erste One-Shot-Film oder einer der ersten war vom Alfred Hitchcock. Kann jetzt aber den Namen nicht mehr nennen von dem Film. Ich habe das nur gelesen. Und was bringt uns dieses One-Shot? Mir bringt das ganz fell. Ich hasse ja das sowieso bei Filmen, wenn da in einer Tour nur Schnitt ist, ich überhaupt nicht mehr sehe, wo ich überhaupt bin, wo es überhaupt passiert. Und wenn du dann sehen, ein Film, der herkommt, der diese Intro-Szene, wenn sie durch Schützengräben wandern, die dauert ja, was weiß ich, 8 Minuten oder selbst, und es ist, die Kamera geht einer permanent nach und es ist eine durchgehende schöne Szene. Das ist so angenehm zum Anschauen, wenn Filme wenige Schnitte haben. Ich möchte in jedem Fall nur noch so singen. Ja, ich glaube, wenn du jeden Film so hast, dann geht da das Normale irgendwann auch wieder ab. Und es kommt ja immer ein bisschen auf den Stil dann drauf. Oh. Also gerade bei Horrorfilmen, da ist es cool, wenn es so One-Shot-mäßig ist. Aber ich glaube, bei so manchen Actionfilmen kannst du es auch nicht durchgehen. Schau dir da mal den letzten Resident Evil oder die 96 aus. 2 und 3, oh, die sind so schnell geschnitten, dass ich 6 Mal einen epileptischen Chor habe im Kino. Das ist ja unglaublich. Ich habe überhaupt nicht mehr gesehen, wo vorne und hinten ist und wo die Leinwand ist. Irgendwann bin ich gelegen. Ist unglaublich, wie schnell das die geschnitten sind. Die haben einen totalen Schatten. Unglaublich. Das ist beim letzten Resident Evil Film wahnsinnig wichtig. Ja, weil ich nicht mehr sehe, um was das geht. Es ist ja fast schon ein Wunder, dass es diesen letzten Resident Evil Film überhaupt nur gegeben hat. Ja, aber trotzdem hätte ich gern gesehen, wenn es mit der Faust aufzieht und auf einmal mit dem Fuß schon zudrehen hat, dann hätte ich gern gesehen, was hast du mit deiner Faust eigentlich gemacht? Warum habe ich gesehen, wie du aufziehst, wenn ich nicht sehe, was du damit tust? Du, Mila Jokovic, die ist auch schon so im Alter, da kann die nicht mehr so schnell reagieren. Ja, so meinst du, das kann auch sein. Ja, auf alle Fälle, Fakt ist, ich finde so One-Shots geil, machen für mich Filme wesentlich angenehmer zum Schauen. Und bei dem 1917, ich habe vorher gesagt, der ist großartig, spielt und noch ganz viel anderes mit ein, weil der eben natürlich, wir haben ein Kriegssetting und Kriegssetting, wenn
das ist immer bedrückend, das ist immer beklemmend, was aber durch den One-Shot erstens noch intensiviert wird und was dann noch maximal beklemmend mit einspielt, ist dann der Soundtrack selber. Der ist nie aufdringlich, der ist immer so unterschwellig im Hintergrund, dass du nur zusätzliches bedrückendes Gefühl mitentwickelst, nur durch den Hintergrundsound die ganze Zeit. Und durch das, wenn die da dann eben losrumpeln, durchs Niemalsland, wie es heißt, das sind ja alles die Original, also was heißt Original, das sind alles die echte Sets, die sie da aufgebaut haben. Und die sind auch so detailreich gemacht, die gehen da durch Krater durch und dann siehst du bei den einen, siehst du ganz offensichtliche Leichen drin und ansonsten, wenn du einfach so ein bisschen über den Boden schaust, siehst du da wieder mal irgendwo Hände ausschauen oder da einen Fuß oder einen Rücken oder so. Das stellt einfach das so krass da, wie das so ausgeschaut haben muss, auf ein Feld, in dem ständig von der einen Seite und von der anderen Seite Leute aufeinander zulaufen und dann im Kugel- und Bombenhagel zerrissen, zerfetzt und weg gerotzt werden. Und das immer wieder und immer wieder, genau so, wie es der Film noch zeigt, stelle mir ich das in meiner Fantasie vor. Und deswegen finde ich das so noch um so viel mehr beklemmend und bedrückend, wie das dargestellt wird, wenn man in einer Tour das in einem Schnitt sieht und es einfach nur draufgehalten wird. Und das aber jetzt nicht so mit so einem Schockeffekt, bah, da ist eine Leiche und bah, da ist ein Hint, sondern einfach nur so subtil am Rande merkst du das, boah, krass, die gängen da einfach durch ein riesiges Massengrab jetzt im Moment. Ja, genau, es ist kein Splatter, sondern man merkt schon, sie sind direkt am Tod dran. Und ja, da macht der Film mal kein Hehl draus. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Weil man hätte ja rein von der Story her das Ganze also aufbauen können, dass innerhalb von der, weiß ich nicht, durch mehrere Schnitte halt dann irgendwann zwar das Gleiche durchmachen, aber halt dann am Ende bei diesem Heer sind und du dann nur eine riesige Schlacht siehst. Diese Schlacht, die kommt da auch vor, aber halt immer nur am Rande, weil die Kamera verfolgt halt unsere beiden Hauptdarsteller, den George McKay und den Dean Charles Chapman. Endlich mal einfach in Amen, ne? Das ist wieder kein Karl. Ja, und wahrscheinlich haben wir sogar die einfachen Namen jetzt und falsch ausgeschmerzt. Den Dean Charles Chapman, den kennt der ein oder andere bestimmt aus Game of Thrones, wo er den Tommen Baratheon gespielt hat. Genau, das aufgeschwemmte Gesicht, das kennt man gleich wieder. Das aufgeschwemmte Gesicht. Ja, ich habe mir das mit ein paar Leuten geschaut im Film, also ich habe jetzt im Kino schon gesehen und jetzt hat nochmal bei den letzten Prime-Deals abgeiert. Und in einer tut es kosten, oh, schau den Fettsack an. Dann sagt er, der ist nicht fett, der hat nur ein bisschen ein Doppelkinn, jetzt lasst ihn halt einmal. Und die ganze dazu kosten, oh, der Fettsack schon wieder. Sag, was ist mit euch eigentlich? Der ist überhaupt nicht fett. Wie soll denn der fett sein? Der ist im Krieg, der kriegt nichts zum Essen. Weil aber es ist doch lieb, wenn die Leute dann so reagieren. So, mein süß, Schahi. Fetti. Ja, Schahi, ein kleiner Fetti. Ja, produziert ist der Film worden von Sam Mendes, also, oder was ist produziert? Er war der Regisseur. Bekannt aus American Beauty. Oder auch den, ich glaube, es waren die letzten beiden, 007 James Bond Filme, Skyfall und Spectre. Genau. Ist er im Kriegs, in Anführungszeichen Kriegsfilm, Schabere kaum bekannter, weil er Jarhead Willkommen im Dreck schon gemacht hat, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Kriegsfilm gewesen. Und ich glaube, sie wollen ja sowieso immer als Antikriegsfilme betitelt werden. Ja, und Skyfall, für mich ist der größte Reinfall gewesen bei der aktuellen James Bond-Reihe, Spectre viel wieder wesentlich cooler, aber das ist auch, steht auf einem anderen Blatt. Das steht auf einem anderen Blatt, ja. Genau. Die Macher vor dem Film, man sieht immer wieder mal so Leute durchs Beutel laufen und da weiß man dann, okay, oder wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, fährt man dann bei solchen Sachen, wurden die Schnitte angesetzt, weil man das dann einfach schön vertuschen kann, weil der Film halt kein hundertprozentiger One-Shot-Film ist. Also ist natürlich nicht an einem Stück mit einer Einstellung durchgedreht worden. Es gibt Schnitte, aber es sind keine harten Schnitte, wie der Kolbi schon gesagt hat, man sieht keine krassen Szenenwechsel, sondern es wird immer vertuscht, wenn man durch was, wenn du mal das Beutel schwarz wird, weil ich an der Wand vorbei lauf oder weil ich im Leitungsbeutel gehen, weil ich in einen Raum reingehe, immer dann wurden Schnitte gemacht, aber das ist eben so schön vertuscht, dass man das Gefühl hat, man wird die zwei Typen jetzt in Echtzeit bis zum Schluss begleiten. Und was auch cool ist, Stichwort Echtzeit, die hatten anscheinend bei den Drehs meist die Probleme, weil wenn es zu hell war, dann war immer das Problem, dass die Schatten zu schnell gewandert sind und es dann eben aufgefallen wäre, wenn sie jetzt zu lange an einer Stelle aufgehalten hätten, weil die Schatten dann gewandert sind. Darum haben sie den Dreh für die Tage sogar abgebrochen, wenn es zu hell geworden ist. Okay, krass. Da gibt's, da müsst gerade mal, wenn es euch interessiert, ein bisschen so Making-of zu 1917, geht's auf YouTube, da sind zwei, drei Videos drinnen, die zeigen das recht schön, aber einen Großteil davon verzeihen wir eh wir.
braucht es scheiß YouTube nicht. Das klang, wenn man sie Viva la Movie Illusion Podcast anhört. Ja, richtig. Wir können nämlich zum Beispiel die ein oder andere Wikipedia-Seite mal lesen. Und zwar spielt auch noch mit der Benedict Cumberbatch. Den kennst du bestimmt auch von dem einen oder anderen Film. Unter anderem natürlich aus dem Marvel-Universum. Ja, der Dr. Strange. Ja, genau. Oder auch, jetzt muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich irgendeinen Schmarrn verzeih. Aus der... Das interessiert dich sonst auch nicht. Aus der richtig geilen Serie Sherlock. Ja, du hast keinen Schmarrn verzeiht. Ach Gott, nochmal die Kurve gekriegt. Ja, ich hoffe, dass keiner den Podcast jetzt unterm Fono hört, weil der jetzt sicher entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil du wirklich mal keinen Schmarrn verzeiht hast. Nicht, dass wir nur verantwortlich sind für Unfälle. Ja. Der kommt aber relativ kurz vor. Das ist einer dieser Colonels. Nennt man die da Colonel? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Einer von den Chefs. Ja, ich glaube, es war der Colonel McKenzie, war da genau. Genau. Und ja, insgesamt, es gibt für das, dass es ja ein One-Shot-Film ist, wo man sich da denkt, ja super, wenn die jetzt auf einer Wiesen entlang gehen oder über Ursa Trümmerfeld, dann schaut man denen ja stundenlang zu, wie sie über Ursa Trümmerfeld drüber laufen. Nein, so ist es nicht. Also obwohl du natürlich mit der Kamera immer diese beiden Herrschaften verfolgst, ist es nie langweilig. Und es ist rein von den Landschaften her doch eine volle Abwechslung mit drin. Ja, also es ist unglaublich, deswegen habe ich am Anfang gesagt, einer der oder wahrscheinlich der momentan aktuell aufwendigste One-Shot-Film, weil ja trotzdem so viel Location-Wechsel mit drinnen sind, von diesen anfänglichen Schützengraben über das Niemalsland, dieses zerbombte Schlammgebiet, in den Bunker eine, auf die Farm, diese Nachtszene in der zerbombten Stadt und alles. Also du hast so unglaublich viel Szenenwechsel drin oder Kulissenwechsel drinnen, dass du echt fragst, boah, krass, wie aufwendig muss das eigentlich sein, den Film so zu drehen, dass er trotzdem ausschaut, als wäre er ein One-Shot. Und es war ultimativ aufwendig. Er hat unglaublich lange Vorbereitungszeiten gehabt. Und es sind die ganzen Sets sind alle vorher mal als Miniatur aufgebaut worden. Dann hat man da drinnen angefangen zu messen und Zeiten zu definieren, wie lang muss er wo gehen, damit es dann passt. Dann sind diese Miniaturen dann auch in 1:1 aufgebaut worden, damit sie das dann im Verhältnis genau abtragen können. Es ist vorher eben auch dann geschaut worden, fliegen wir mit Drohnen, fahren wir mit dem Motorrad unter Kamera, Seilzüge oder alles im Wechsel. Also ich habe dann bei Making of eben so ein Ding gesehen, da gehen sie erst dahinter mit der Kamera, dann kommt von oben schon der Kran runter, dass dann während dem Geh das Ding in den Kran eingehängt wird und dann weiterfahren kann. Also das ist in dem Fall die Kamerachoreografie, ist jetzt einfach mal, ist da glaube ich auch so spektakulär, wie es selten irgendwo ist. Auf jeden Fall. Also wenn man sich den Film einfach nur mal rein technisch anschauen will, also wenn einen die Handlung vielleicht jetzt an null interessiert, da hat man Full-Szenen oder halt einfach Full-Einstellungen, wo man begeistert sich denkt, boah, leck, wie haben sie denn das gemacht? Geil. Was bei mir so eine Szene war diese Scharfschützen-Szene, wenn du die noch weißt. Wo dann das Haus hochrumpelt und dann gibt's da den Mexican Standoff, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, klar, mit dem Flieger. Nein, genau, kurz drauf dann. Da fährt er mit den Leuten mit und geht über die, und dann muss er über den Fluss drüber und dann fängt der Scharfschütze auf einem zum Schießen. Ja. Genau, und da geht er auf und das ist halt auch so eine geile Machart. Dieses Set ist halt gebaut worden und dann fährt die Kamera aufs Fenster hin und dann ist das Set eben so designt worden, dass sie dann, wenn die Kamera auf gewisser Höhe ist, die Wände auseinanderziehen können, dass es ausschaut, als dass die Kamera durch das Fenster durchfahren. Das finde ich, also das Making-of, das zeigt so viele Details, das ist richtig geil gemacht. Hast du dir da schon ein bisschen was angeschaut an Making-ofs oder eben nur den Kinobesuch damals und seitdem nimmer? Tatsächlich nur den Kinobesuch seitdem nimmer. Und ansonsten kann die jetzt nur noch mit gefährlichem Halbwissen glänzen, unter anderem zum Beispiel, dass es diese Schlacht, um die es da geht, glaube ich, so gar nicht gegeben hat. Also die Handlung ist, auch wenn es sehr realistisch rüberkommt, fiktiv. Und das Ganze basiert mehr oder weniger auf Erzählungen vom Großvater von Sam Mendes. Ja, genau. So habe ich das auch rausgelesen. Aber genau das habe ich dazu nicht gefunden, ob es wie viel Wahrheitsgehalt das da jetzt da drinnen steckt oder was wirklich passiert ist. Aber wer weiß, so unreal ist ja teilweise gar nicht, die ganze Geschichte. Ja, genau.
ziemlich geile Mauer da, was eine sehr interessante, da schicke ich dir später einen Link, ein sehr interessantes Detail ist die Nachtszene, die weißt du ja noch, oder? Wenn es da in der zusammenbombten Stadt ist, mit dem unglaublich geilen Beutel, wenn er da reinrumpelt und vor ihm dieses riesige Gebäude steht und ja. brennt. Das ist für mich eine der geilsten Einstellungen in dem Film. Und da das Making-of zu der Szene, wenn er dann davor laufen muss, der Aufwand, der da betrieben worden ist, die haben da dieses Set eben wieder als Miniatur aufgebaut, dann schießt noch immer diese Leuchtkugeln in den und dann haben sie da die Flugbahnen nachgebaut und dann kleine Lichter drüber fliegen, über die Miniatur fahren lassen, damit sie sehen, wann, wie lang, wo, welcher Schatten ist und welche Wand wie beleuchtet ist, damit sie dann wissen, wo muss er entlanglaufen, damit man immer was sieht. Das ist also eine Vorausplanung, glaube ich, oder so eine krasse Vorausplanung hast du selten in einem Film. Ja, außer hat man irgendwann mal im Film dran. Ich plane schon seit 32 Jahren einen Film voraus, aber irgendwie wird es nichts. Ja, ich dachte dann einfach sagen, wir machen dann einen Film über unseren Podcast. Also praktisch, wie das damals so entstanden ist, wie wir auf die Idee gekommen sind, wie wir dann so die ersten Schrittversuche gemacht haben und so. Das machen wir auch alles mit einem One-Shot. Ja, stimmt. Ja, da können wir noch mit drüber reden, aber wir sind mal schon wieder so weit, dass wir aufpassen müssen, dass Seth Rogen ist überall. Also los jetzt in Ruhe, Seth Rogen, und klauen sie unsere Ideen. Stinksauer mit dir. Na gut. Aber ich rufe später an Sam O, oder? Und dann frage ihn, ob er das nicht mit uns machen möchte. Ja, logisch, der hat sicher Bock drauf. Corby, was hast du denn noch in Erinnerung zu dem Film? Erzähl mir was. Es ist wieder eine sehr mangelhafte Vorbereitung. Ach, was heißt mangelhafte Vorbereitung? Du, ganz im Ernst, ich war damals begeistert, als ich im Kino war, weil ich wenn ich mir einen Film anschaue, schon mir immer überlegt, boah, leck, wie haben sie denn das Draht? Und ich habe gewusst, die haben da sehr, also ich glaube, die haben da gar keine CGI-Effekte drin. Jo, ein bisschen was man jetzt drin. Und okay. Ich glaube zum Beispiel die Brückenszene, wenn er oben springt, da glaube ich, ist was da ist, glaube ich, ein bisschen der Computer. Die Brücke ist animiert. Scheiß Computerbrücken. Nein, aber da waren echt so viele Einstellungen mit dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, leck, das schaut schon geil aus. Und ich war da sehr froh, dass ich das im Kino gesehen habe. Ja, da war ich auch noch ganz froh. Es war einer der letzten Kinobesuche, die ich gehabt habe. Ich glaube, es war ein Double Feature. Ich habe mir zuerst mit einem Kumpel 1917 angeschaut. Und dann, zuerst haben wir uns Sonic angeschaut und dann 1917 und dann gehst du aus Sonic raus und bist sau cool drauf und dann schaust du 1917 und dann denkst du, ach, leck mich doch alles mit der Scheiße. Wir haben ein befreundetes Pärchen da gehabt und die Tante, die da war, die hat es recht schön gesagt, sie ist nach dem Film irgendwie traurig gewesen und das beschreibt es, finde ich, ziemlich gut, weil, also allgemein Kriegsfilme stimmen mich immer traurig, aber bei dem war sie da wieder extrem einfach, die Schlussszene. Das Ende, das ist dann, was halt auch in der Mitte passiert, das stimmt einem dann nur traurig. Da gibt's nämlich auch eine Todesszene von einem. Und dann müsst ihr, wenn ihr euch den Film anschaut, müsst ihr mal drauf aufpassen, der Ton, der da mitspielt, der spielt so lange mit, solange er mit seinem Leben ringt. Und das dauert halt da schon, ich glaube mal so ein, zwei Minuten, bis der dann über ein Jahr gegangen ist. Und genau in dem Moment, wo der Ton aufhört, merkst du, dass sein Leben auch aufgehört hat. Und das ist halt auch so ein unglaublich krass Detail. Und deswegen, vorher hat er gesagt, wie viel das da der Ton und der Soundtrack mitwirkt in dem Film. Das ist unglaublich, das habe ich selten bei einem Film. Und ja, nicht so wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass der Film in der Oscarverleihung ordentlich abgerammt hat, und zwar für die beste Kamera, aber wer hätte das sonst kriegen sollen, also wenn nicht dieser Film, den besten Ton und dann auch die besten visuellen Effekte, weil allein diese Schlussszene, wenn die Explosionen da sind, während er da entlangläuft, das schaut so geil aus. Oder auch eben dann diese Szene bei Nacht, wenn er gejoggt wird. Also visuell hat der Film, visuell und audiovisuell hat der Film so viel zu bieten. Das habe ich die letzten Jahre in keinem Film erlebt. Ja. Weitere Oscar-Nominierungen hat er übrigens. Oh Gott, also Sam Mendes, der hat da nie zuhören, wie du diesen Fall feierst und dann. dann hast du nicht so einen Spaß, da hat er es nicht kapiert. Ja. Ja. Das ist halt ja so. Trinken wir nur eine, ja. ja, weitere Oscar-Nominierungen hat er gehabt als bester Film und für seine beste Regie und die Drehbuchautorin Christy Wilson Cairns für das beste Originaldrehbuch. Jetzt kommt der Corby wieder. Ja. Haben's verdient. Da hast du ihn wohl, gell? Die Leute sagen's. Ja. Kruzifixe. Auch wenn wir einen bayerischen Podcast machen, müssen wir aber nicht direkt so einbeinen, als wenn wir aus dem tiefsten Wald. aufgrund
mangelnder Begeisterung von Corby und überschüssiger Begeisterung vom Kanter, vom Kanne. Da würde ich sagen, schwenkt man dann halt einfach schon mal um auf unsere Tops und Flops dieses Films. Corby, was fandst du besonders geil und was fandst du besonders bläh? Ja, besonders geil, wie schon gesagt, die ganzen Einstellungen, dass ich so einen One-Shot-Film in der Länge noch nie gesehen habe und das ein echtes Kinoerlebnis war. Völlig verdient hat er die Oscars gekriegt und finde ich echt cool. Negativ, die Story, ja, man fiebert mit, man versteht natürlich auch die brenzliche Situation, aber ja, ich glaube, da hätte man, weiß ich nicht, auch nochmal was Spannenderes machen können. Schwierig zum sagen. Also es ist jetzt kein Film, wo ich mir halt jetzt auch gedacht habe, na, ich habe mir jetzt gut in Erinnerung, so als richtig geiles Kinoerlebnis, aber ich hätte mir jetzt eigentlich so schnell nicht nochmal anschauen, weil es dadurch, dass du halt die ganze Zeit mit dabei bist, da mitfieberst, beziehungsweise was, nicht mitfiebern, sondern du halt dann aufpasst. Weil du dir halt dann die ganze Zeit denkst, okay, passiert jetzt was? Passiert jetzt was? Passiert jetzt was? Ich weiß nicht, passiert jetzt was? Und das sind 190 Minuten, wenn ich halt dann daheim auf der Couch sitze, dann möchte ich halt ab und zu vielleicht dann doch einmal tatsächlich einen Cut einfach haben, wo ich mir da denke, ah ja, okay, jetzt kann ich mal kurz auf Pause drücken und, keine Ahnung, mir ein Bier holen. Dafür hast du doch eine Frau, oder? Und Kani, was... Und wieder ein paar Hörer verloren. Und Kani, kannst du kurz zusammenfassen, was dir gefallen hat und nur mal ausschweifend sagen, was dir nicht gefallen hat? Es wird ausnahmsweise wieder mal einer von denen Podcasts, in denen ich eigentlich nur Tops habe, weil mir an dem Film nichts nicht gefällt. Das geht los von den so Details, eben, wie ich es vorher schon erzählt habe, mit den Leichen im Schlachtfeld überall. Das ist ja, wenn er diese Flussszene kommt, dann ja über diese Leichen im Wasser. Das sind nicht einfach nur Leichen im Wasser, sondern die, wenn es genau ist, dann siehst du, wie aufgewollen das ist, wie sie in der Zunge ausgedruckt, also so wie anscheinend auch wieder Wasserleichen ausschauen. Es ist wirklich voll ins Detail, es ist sehr stark ins Detail gegangen worden. Der Soundtrack ist unglaublich beklemmend. Im Gegensatz zu dir bin ich da permanent voll drin an dem ganzen Thema und denke mir nicht einmal, jetzt brauche ich irgendeinen Cut oder sonst irgendwas, sondern also ich bin da gibt's überhaupt, da bin ich 2 Stunden voll am Bildschirm dort gehängt und habe mich nicht ablenken lassen können. Da muss ich vielleicht anders formulieren. Es war ein Top-Kinoerlebnis, aber es ist kein Heimkinofilm, wo ich jetzt sagen würde, okay, da fieber jetzt genauso mit wie heute vor der Riesenleinwand. Ja, wie gesagt, kann ich nicht unterschreiben, weil ich habe einen großen Fernseher und ich habe ein Kinoanlage daheim. Das ist genauso ein Erlebnis gewesen, weil die Machart ändert sich deswegen nicht, ob ich jetzt im Kino schaue oder daheim. Der Sound ändert sich nicht stark und die Geschichte ist genauso intensiv und ergreifend. Und was ihm ganz hoch anrechnet, ist, dass er, wie es so viele andere Kriegsfilme machen, das macht er nicht, dieses ganze blöde Patriotengedöns und Gebumse da, keine Flaggen in Zeitlupe, die vor einer Sonne rumwedeln und was weiß ich, den Scheißtrick hat er nicht drin, sondern er bleibt einfach sachlich bei den zwei Kollegen, die da unterwegs sind, die halt auch eigentlich oft sagen, dass, was das alles soll und was das bringt. Das rechne ich ihm ganz hoch an und wie gesagt, was Schlechtes habe ich bei dem Film diesmal nicht. Aber du musst was Schlechtes sagen. Das einzige Schlechte ist dein komisches Gelaber über den Film. Akzeptiere ich. Dann habe ich meinen schlechten Punkt auch passt. Dann haben wir in dem Fall haben wir noch wieder mal unseren Triple Threat, der jetzt aber ja sehr offensichtlich beantwortet werden kann. Aber, Corby, gibt's Titten? Nö. Tote Tiere? Ja. Und entblößte Trompeten? Nö. Hast schon wieder fast keine Schauwerte, gell? Nein, eigentlich nicht. Verdammt. Ja gut, Wurst. Auf alle Fälle, sind wir wieder am Ende von unserer Folge angelangt. Seid sicher traurig, aber wischt euch eure Tränen aus dem Gesicht, denn wir kommen wieder. Das ist ganz sicher, ob ihr wollt oder nicht. Wir sagen mal danke fürs Zuhören. Ihr wisst, was zu tun habt. Überall liken und überall teilen und überall verschicken. Und wenn ihr ein T-Shirt wollt, dann sagt es uns, dann machen wir euch eins. Das kostet dann auch ganz viel Geld. Ansonsten bedanken wir uns, glaube ich, auch der Corby, oder? Ja, genau. Danke. Wir hoffen, ihr habt wieder mal Spaß gehabt und freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also macht es gut. Ciao. Euer Viva la Movie Illusion, der beste Podcast. Kani, von wo? Von Bayern.
Auf der Welt. Von der Welt. Ach so, Welt. Ja, genau, stimmt. Also, ciao. Ciao.